Jeans statt Leder. Retro, Custom und Classic Bikes werden immer beliebter und damit auch der lässige Jeans-Look. Damit das Thema Sicherheit nicht auf der Strecke bleibt, stellen immer mehr Hersteller von Jeanshosen und Motorradbekleidung vermehrt spezielle Motorrad-Jeans her. Hochfeste Gewebsbestandteile erhöhen die Abtriebsfähigkeit des Hosenstoffes und Schutzpolster und Protektoren sollen an den verletzungsgefährdeten Bereichen an Beinen und Hüften vor Verletzungen schützen. Der ADAC hat 7 spezielle Motorrad-Jeans getestet. Dabei haben wir besonders den Unfallschutz betrachtet, aber auch den Komfort. Dabei zeigt sich jedoch meist, je größer die Sicherheit, desto unbequemer die Jeans. Dem Dummy ist das jedoch egal. Erste Jeans im Test, die BMW 5 Pocket für 200 Euro. Die Hose ist durch und das, obwohl das Material anstelle der Gesäßtasche doppelt so dick war. Die unterlegte Matte hat dabei ganz schön gelitten. Umziehen. Die Pike Brothers hält da schon mehr aus. Lediglich der Oberstoff wird aufgewetzt. Allerdings müssen für diese Jeans knappe 400 Euro hingeblättert werden. Nochmals umziehen für die Held Cracker Jack. Diese Jeans ist relativ leicht, hat einen zeitlosen Schnitt. Bei einem Sturz mit 80 km/h ist die Hose aber ganz schön im Eimer. Große Löcher im Baumwollmischgewebe. Es zeigt sich eben, dass Sicherheit und Komfort in einem Spannungsfeld zueinander stehen. Das heißt, beides kann man nicht zu 100% erwarten. Ein hohes Sicherheitsniveau bringt es häufig mit sich, dass der Komfort darunter leidet. Die Hosen, die wir gut bewertet haben, die schaffen diesen Spagat relativ gut. Am besten schafft diesen Spagat die Hose von Vanucci, die es für 217 Euro auf dem Markt gibt. Vor einem Kauf sollte die Jeans auf jeden Fall Probe getragen werden. Am besten auch im Sitzen.